Hoho, liebe Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 8. Türchen meines Adventskalenders das Buch Abenteuer im Gepäck, herausgegeben von Erik Lorenz vor. Erik Lorenz ist wohl dem einen oder anderen schon ein Begriff, wenn ihr länger auf meinem Kanal unterwegs seid. Er hat den Podcast Weltwach, den ich seit Jahren super gerne höre, dem ich folge, wo ich wirklich mit voller Begeisterung dabei bin, wie Menschen wie du und ich unterwegs sind, ferne Länder entdecken, sich Aufgaben stellen und wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen sammeln. Und im letzten oder vorletzten Jahr ist Abenteuer im Gepäck herausgekommen, ich glaube im letzten Jahr, und ich habe es mir dieses Jahr, glaube ich, auch gegönnt. Nein, letztes Jahr schon, 2020, habe es dann dieses Jahr gelesen und fand es richtig, richtig toll. Ich mag es, Abenteuer von anderen zu lesen, dabei zu sein, Erfahrungen zu hören, wenn Leute ins Schwelgen kommen über, was sie erlebt haben. Ich höre da unglaublich gerne zu. Und Abenteuer im Gepäck hat hier einige Leute befragt nach Geschichten, die eben auch durch den Weltwach-Podcast bekannt sind. Wir haben hier also einen Grenzgänger und Weltreisende, die erzählen. Angefangen von Joey Kelly über Rüdiger Neberg, Reinhold Messner, Anna Zirner, Michael Martin, dem ich sehr gerne lausche. Dann haben wir Hans Kammerlander, Andreas Pöwe. Wir sind in Tibet mit Stefan Meurisch, Christine Türmer ist, ich glaube, auch die meistgelaufenste Frau in Europa, wenn ich mich nicht irre. Nadine Pungs und auch Bruno Baumann. Und wir haben hier ganz viele Geschichten, die man so ein bisschen vielleicht schon von Weltwach kennt, von dem Podcast. Allerdings merkt man schon, dass es sich hier einfach um Geschichten handelt, die eben noch nicht erzählt wurden. Also natürlich ist das eine Reise, eine Expedition, ein Abenteuer, wo wir vielleicht schon mal was aus der Podcast-Folge gehört haben, als der jetzt hier Schreibende uns damals eben berichtet hat. Aber es sind so Anekdoten und Geschichten und Erfahrungen, die man im Podcast noch nicht mitbekommen hat. Erik Lorenz schafft hier wirklich Großes. Ich mag seine Art des Fragens, des Interviewens, das wie er auf die Welt blickt, sehr, sehr gerne. Und ich finde es eben super, wie er das auch im Podcast rüberbringt, sodass wir auch wirklich einen wunderbaren Dialog haben. Vielen derer, die er interviewt, muss er eigentlich nur ein Stichwort geben und schon sprudelt es aus ihnen heraus. Und das mag ich besonders an dem Podcast, das mag ich an diesen Abenteuergeschichten. Und ich fand es eben auch schön, hier in diesem Buch nochmal diejenigen so wiederzutreffen, die man eben aus dem Podcast kannte, aber dann eben nochmal so ein bisschen eine Geschichte Revue passieren zu lassen. Es ist wirklich ein Sammelsurium von Geschichten, von unterschiedlichen Eindrücken, von unterschiedlichen Arten des Abenteuers. Wo steht gerade jemand? Was war vielleicht auch das Ziel des Abenteuers, der Expedition, dieser Reise? Und das ist wirklich wunderbar gesammelt in diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten, ob das 20 waren oder 22. Ich habe es leider gar nicht mitgezählt. Es sind auf jeden Fall einige. Und wir haben auch ein Vorwort von Erik Lorenz, der uns hier auch ein bisschen noch was mit erzählt. Wenn ihr den Weltwach-Podcast noch nicht kennt, dann auch hier eine absolute Hörempfehlung. Und ich muss auch echt sagen, das Buch hat mir großartig gefallen. Ich konnte da richtig schön drin eintauchen, konnte einfach nochmal mit auf Reisen gehen. Und man kann eben nicht, man könnte vielleicht schon, aber man wird nicht im Leben all das bereisen können, was eben hier so zwei, drei Handvoll Menschen gemacht haben. Auch diese Abenteuer sind natürlich sehr individuell, was traut man sich selbst zu, wie weit möchte man gehen, wie weit in den Dschungel geht man, wie viel schafft man es vielleicht auch körperlich oder auch einfach zeitlich, oder natürlich ist das auch eine durchaus Geldfrage, was man vielleicht sich auf dieser Welt anschaut, was man irgendwie erlebt und welche Abenteuer man hat. Und natürlich fangen manche Abenteuer auch direkt vor der Haustür an. Das ist natürlich auch so. Man muss gar nicht so in die Ferne schweifen. Hier haben wir auch einige Berichte, die innerhalb Europas, Deutschland spielen. Und das ist auch super spannend. Und dieses Buch beinhaltet eben so viele Charaktere, so viele Sichten auf diese Welt, so viele Abenteuer, dass man eben einfach eintaucht, sich mitreißen lässt und danach am liebsten einfach seine Wanderschuhe anziehen möchte und loslaufen möchte. Und jetzt werde ich wahrscheinlich keinen Mount Everest mehr in diesem Leben besteigen, aber man isst so ein Stückchen mit. Und das schaffen eben auch all diejenigen, die hier eine Geschichte beigesteuert haben, dass man sich eben fühlt, als wäre man ein wenig mit dabei, als würde man mit auf Reisen gehen, als würde man das Abenteuer miterleben. Und das finde ich einfach so richtig, richtig toll. Also das hat Erik Lorenz großartig herausgebracht, so wie er auch schon lange Jahre auf seinem Podcast richtig, richtig toll macht. Und ich kann beides, sowohl Buch als auch Podcast, absolut empfehlen. Ich freue mich jede Woche auf eine Folge von Weltwach und bin da auch gefühlt gar nicht so groß im Rückstand. Immer mal so eine Folge, die ich ein bisschen später anhöre. Aber ich freue mich da, wenn man dann putzen durch die Wohnung läuft, einfach ein bisschen Podcast
Podcast zu hören oder dann jetzt eben auch immer mal wieder zu diesem Buch zu greifen und hier drin die Geschichten nachzulesen. Und das war es nun auch schon, das 8. Türchen. Ich wünsche euch heute einen wunderbaren Tag. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video, im nächsten Türchen wiedersehen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.